Servus bei Just Sound Car, HiFi. Heute zum Thema CAN-Bus-Adapter und Lenkrad-Interface. Und zwar werden wir von Kunden öfter gefragt, also von euch öfter gefragt, ich will jetzt ein Lenkrad-Interface kaufen und habe aber gelesen, CAN-Bus. Brauche ich denn noch einen CAN-Bus-Adapter zusätzlich zu meinem Interface? Was muss ich da beachten? Also es ist ganz einfach, wenn ihr ein Lenkrad-Interface bei uns kauft, dann ist da CAN-Bus schon integriert, sofern euer Fahrzeug natürlich CAN-Bus hat. Das ist jetzt hier mal so ein Lenkrad-Interface. Auf der einen Seite hier haben wir dann die Fahrzeugseite, beziehungsweise hier kommt dann das Rad hier dran, der ganz normale ISO-Stecker. Das hier ist jetzt ein BMW-Stecker und auf die andere Seite, also an diesen Anschluss, kommt dann noch das Lead, das sogenannte Lead. Das hier wäre jetzt für JVC. JVC kann zwei Anschlüsse haben, einen Klinkenstecker und ein ganz normales einadriges Kabel, deswegen sind da zwei dran. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, einen Lenkradadapter kauft und euer Fahrzeug hat CAN-Bus, dann sind hier noch ein paar mehr Kabel dran und der CAN-Bus-Adapter ist natürlich da schon integriert. Anders wäre es auch gar nicht möglich, nämlich die Lenkradsignale, eure Steuersignale, die laufen auch über CAN-Bus. Das heißt, das Lenkrad-Interface bzw. der CAN-Bus-Adapter liest diese Signale aus, gibt sie dann weiter an das Radio und damit steuert ihr das Ganze. Insofern braucht ihr da nichts weiter zu kaufen oder zu beachten. Wenn ihr aber Fragen habt zu eurem Lenkrad-Interface, beziehungsweise welches Lenkrad-Interface ist denn das Richtige für mein Fahrzeug, dann schaut mal bei uns auf der Seite justsound.de, dafür haben wir jede Menge, da ist auch immer beschrieben, für welche Baujahre, für welche Modellreihe, Facelift, kein Facelift, die ganzen Sachen kompatibel sind. Und wenn ihr da trotzdem unsicher seid, gar kein Problem, ruft uns einfach an 06732 933 588 oder schreibt uns eine E-Mail an support@justsound.de. Wir brauchen dazu auf jeden Fall Baujahr und Modell, das ist klar, denke ich, aber auch in der Regel, welches Radio denn im Moment verbaut ist. Also es gibt da oft Abhängigkeiten, nachdem wir schauen müssen, also welches Radio ist aktuell verbaut und dann können wir schauen, welches Lenkradinterface ist dafür kompatibel. Und die Info brauchen wir auf jeden Fall. Insofern, wir sehen uns, schaut rein und bis dahin, ciao.